Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur nächsten Preview hier vom 18. Spieltag. Und wir sind hier in Leipzig. RB empfängt hier die Gäste aus Union. Und wir sehen Leipzig 1., Union 11. 11. Position für den Aussteiger mit dem Namen Union Berlin. Ist ein Riesenerfolg für die Hinrunde. Wenn sie das halten können, wäre es fantastisch. Aber sie haben erstmal eine schwere Aufgabe hier und das gegen den Tabellenführer. Da sehen wir schon mal die Aufstellung der Heimmannschaft. Demme ist schon nach Neapel gewechselt. Vorne haben wir natürlich wieder Werner und Paulsen. Das ist ganz klar. Ja, und dann gucken wir uns mal die Aufstellung der Gäste noch an. Die starten wie folgt. Ginkiewicz natürlich im Kasten. Dann haben wir Subotic hinten in der Verteidigung. Gentner ist auch mit dabei. Ingwersen. Und vorne im Sturm Andersen und Uca. Stimmung ist gut und dann würde ich mal sagen, gehen wir hier in die Partie rein. Die Preview startet jetzt. Wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne einen Däumchen und einen Kanalabo da sein lassen, wenn ihr neu hier seid. Und Leipzig hat angestoßen, spielt von links nach rechts in den weiß-roten Trikots. Die Unioner in den grau-grünen. Und da ist der erste Fehlpass der Leipziger. Und wir springen in die 18. Minute. Leipzig greift an. Ist noch nicht viel los. Da ist Forsberg. Super. Linke Seite. Kann er sich durchsetzen? Ja, noch nicht. Doch, jetzt. Jetzt durchgesetzt. Und da ist das Timo Werner. Mit dem Kopf. 19. Minute. 1-0 für die Heimmannschaft. Das ging am Ende zu einfach. Forsberg wurde der Ball nicht abgenommen. Und dann Forsberg eine super Flanke. Und dann ist die Frage, wie kann denn da Timo Werner überhaupt zum Kopfballduell kommen? Denn der Ball ist ja eigentlich für ihn komplett verdeckt. Aber wir sehen, er dreht sich auch super perfekt. Knapp am Pfosten vorbei ins Tor rein. Und somit macht er also hier sein nächstes Tor und jagt auf Lewandowski. So, da ist Paulsen. Leimer. Paulsen. Das. Nicht das 2-0. Oh, Paulsen nochmal. Mit Paruzia. 42. Minute. Ginkiewicz hat aber den Ball. Und kann somit erstmal das 1-0 halten. Aber Leipzig greift nochmal an. Mit Leimer. Da ist Paulsen wieder. Werner. Und da ist das nicht 2-0. Geht ein Ginkiewicz wieder. Da durfte Timo Werner wieder schießen, aber der war nicht zu präzise geschossen und somit kein Problem eigentlich für den Schlussmann der Unioner. Nachspielzeit der ersten Halbzeit und Leipzig greift mal wieder an. Klostermann, Sabitzer, immer noch am Ball, Klostermann. 3 Minuten sind schon durch. Wenn das hier vorbei ist, ist wahrscheinlich die erste Halbzeit auch vorbei. Pausen wieder. Aber Unioner stehen gut, machen das gut. Und jetzt ist Halbzeit. Also 1-0 gewinnt hier Leipzig. Die erste Halbzeit, kann man so sagen. Also sie gehen mit einer 1-0-Führung in die Halbzeit. Hätte schon viel höher sein können, aber sie haben Ginkiewicz hinten drin, die Unioner. Und somit ist es für die zweite Halbzeit noch spannend. Die Statistiken der ersten Halbzeit sehen aus. 5-0 Schüsse direkt aufs Tor, 60% Ballbesitz und 2-0 Ecken. Alles spricht für Leipzig, so haben wir es auch gesehen. Und nachher um 15 Uhr sehen wir diese Preview. Und zwar Newcastle United empfängt den großen FC Chelsea aus London. Wenn es euch interessiert, einfach einschalten. Zweite Halbzeit beginnt jetzt. Union hat angestoßen, spielt jetzt von links nach rechts und hat einmal gewechselt. Bülter ist drin für Lenz. Das ist ein Positionswechsel. Allerdings ist Bülter ein bisschen offensiver und Leipzig holt sich den Ball. Wir springen in 53. Minute. Leipzig kommt über die linke Seite. Da ist Forsberg. Werner. Forsberg. Forsberg im 16er. Da hinten ist. Da hinten ist. Nicht das 2-0. An den Pfosten durch.
Ich glaube, es war Sabitzer. Dämme, Pausen. Da ist Leimer. Jetzt ist es 2:0. 55. Minute. Leipzig führt jetzt mit 2:0. Und das auch hochverdient. Union macht in der Offensive leider nicht viel. Sie wollen einfach nur verhindern, dass es hier höher zurückliegen. Und das ist dann halt irgendwann gegen Leipzig ein Problem. Der Pass in die Schnittstelle war natürlich auch wieder perfekt von Timo Werner. Ne, Pausen war es, glaube ich. Und Leimer macht hier also das 2:0. Wie kann Union jetzt noch dagegen halten? Das ist die Frage, denn man merkt ihn schon an, dass Leipzig hier eigentlich ein bisschen mehr machen könnte. Wir sehen es auch schon wieder, 59. Minute, Forsberg greift schon wieder an. Also Leipzig mit Dämme, Forsberg, Dämme. Da kommt wieder Leimer. Leimer schießt er. Oh, jetzt hat er Platz. Leimer, was macht er? Leimer schießt und Ginkiewicz zur Ecke. Riesenparade vom Schlussmann hier von ihm. Das war doch eigentlich sicher, das 3:0. Aber wir sehen, es war nicht sicher, denn Ginkiewicz klärt zur Ecke. 61. Minute und die Ecke kommt. Forsberg erstmal raus, ein Kunku rein inzwischen. Und da ist Pausen über die Latte. Und somit erstmal Abstoß. Erster Wechsel. Nee, zweiter Wechsel bei Leipzig. Mukiele kommt für Klosmann in die Partie in der 73. Minute. Und Union müsste auch mal langsam wechseln, aber erstmal wechselt noch Leipzig. Kunja für Timo Werner in die Partie rein. Timo Werner hat sein Tor gemacht und jetzt wechselt auch der Gast Schmiedebach für Andrich in die Partie rein. In der 85. Minute. Und wir springen in die Nachspielzeit der 90 Minuten. Sehen hier nochmal einen Foul von Paulsen. Wobei eigentlich auch nicht. Muss man auch nicht pfeifen. Wurde trotzdem Subotic. Wird der Ball nochmal nach vorne treten. Können sie hier noch den Anschlusstreffer erzielen? So nicht. Leipzig hat einen Ball. Da ist Nkunku, Dämme. Und jetzt ist Abpfiff. Also 2:0 gewinnt hier Leipzig. Hochverdient. Gegen Union. Die ist ja die ersten. Oh, das war's. 20 Minuten sehr stark gemacht hat. Danach hatten sie einen starken Ginkiewicz. Und am Ende hat Leipzig auch einfach nicht ihre Chancen genutzt. Diese hatten, um hier höher zu gewinnen. Trotzdem 2:0. Und Ausbau der Tabellenführung. Da sind nochmal Torschützen. Also Timo Werner in der 19. Leimer in der 56. Minute. Und die Statistiken der 90 Minuten sehen wie folgt aus. 8:0 Schüsse direkt aufs Tor, 62% Ballbesitz und 4:0 Ecken. Alles spricht für Leipzig. Wie gesagt, sie hätten höher gewinnen müssen. 2:0 am Ende ist es ausgegangen. Und das war die Preview hier. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über Daumen nach oben freuen. Den Kanal abonnieren, wenn ihr neu seid. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Preview wieder. Nachher, 15 Uhr, ist der Premier League Newcastle gegen Chelsea. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.